So Freunde, jetzt haben wir Klausi. Hallo. Jetzt werden wir mal seinen Garten ein bisschen gestalten. So ist. Jetzt kriegst du ein super YouTube-Video von einer Gartengestaltung. Wir bemühen uns. So. Im ersten Schritt reißen wir jetzt dann da die Leisten raus. Dann werden wir diesen extra teuren Marmorbruch auf der Böschung wegtun, wo jeder Stein so viel kostet wie ein Bagger. Und dann wirst du jetzt einmal ein bisschen da Temper fahren, dass du, so ist. Dass du mal ein bisschen in die Welt schaust. Schauen, was wir ja, ja, nicht immer nur mit Tal bauen. So ist es. Das passt. Siehst du? Darum habe ich noch so lackiert. Jetzt gehen wir da das an. Holen wir da den Schotter runter und werden wir mal das ein bisschen gleich richten. Ja bitte, schaut schon viel besser aus. So, jetzt geht's da mal weiter. Die Mauer muss aussehen. Die ist wahrscheinlich ein bisschen massiv betoniert. Ja, so was kann mir passieren. Ja. Ja,
Alter! So, jetzt reißen wir die Leisten rundherum komplett, oder was? Nein, nicht rundherum. Reißen, sondern wir nur von... Da weg. Da. Da weg wird die Leisten, vorne bei der Fassade durch haben wir weggerissen. Ja? Da die bestehende Terrasse. Dann den Schwandtisch haben wir weg. Okay. Dann da die komplette Leisten kommt auch weg. Damit wir da noch selber auskaufen können, das Fundament. Ah ja, da ist auch nochmal ein Punktfundament, ein bisschen massiveres. Und, aha. Und was tun wir mit dem Ding? Im Kräuterring meiner Dame bitte auch sorgsam entfernen. Kräuterring. Ja, Kräuterring. Aber das Kanalrohr oder was? Ja, so ist es. Aber wächst nicht schlecht, weil der Beton so schön warm wird. Ja? Jetzt wächst das ganze Basilikum, Rosmarin, Pipapo, wächst Pipifein drinnen. Und die Palmen müssen wir auch sagen. Sorgsam ausgraben, weil dort sind ultrahaltig. Ah, ja, ja, werden wir natürlich. Und die Palmen werden wir dann festmassieren und genau aus, die werden wir dann da positionieren. Aha, ja. Der kommt dann da her, wenn wir doppelt auskaufen, dann setzen wir den da der Wahl einmal her. Ja? Und dann sage ich immer, wenn wir dann wieder den kompletten Aufbau machen da, dass wir da wieder schön anlegen das Ganze. Vielleicht, dass wir es nachher noch einmal nachersetzen müssen oder was, gell? Ja, passt. Vom Niveau her passt. Weil ein Olivenbaum, der wird dann auch da vorne im Eck gesetzt nachher. Ja, passt. Weil da vorne kommt ein paar Feinsteinkanten her, mit einem 90er oder 120x120er Platten, das weiß ich noch nicht. Und je nachdem kommt er dann ein. Da müssen wir dann schauen, dass der Olivenbaum hat sich gern, dass er wie ein Ding hat, wie von den Wurzelharzung, was der braucht. Ja, genau. Und dass er halt wirklich auch gern, der dass er auf sandigen Boden steht. Ja? Und da müssen wir noch sehr organisieren. Und gut ist. Und dann setzen wir den da wieder ein nachher. Passt. Und jetzt passiert es dann wieder beim Ding anlegen nachher dann, wenn ich alles fertig bin. Okay. Du, wie hängen wir eigentlich deinen Tisch da ums Eck? Wie wir den Tisch? Wir ratschen Gurten. Ja? Dann würde ich sagen, da hängen wir ihn an. Und dann haben wir einen Kollegen einmal, yes, warte mal, weil jetzt relativ früh schon aushängen. Ja? Gute Frage. Ach, der war so kaum zum Hängen. Mei, so schön. Ich habe nur 300 Kilo, glaube ich, oder mehr. mein T-Shirt werden wir erstens mal wirklich da Platz machen. Von dem alles noch wegkramen. Ja? Wenn man da herstellt, dann tut er da mal keinen weh. Ja, passt. Und wenn wir den nachher weggekommen haben, die Buben, ramme ich gleich die Waschbetonplatten weg, weil die ramme ich dann vier zum Spülhaus. Schmeißen wir gleich in den Bein und dann vier. Passt, machen wir so. Das! Ah, da vorne, Alter! Als ob er nichts anderes tun darf! Daily Business! Ja, jetzt kommen da noch den Zubau aus vom Haus. Da kommt jetzt quasi der Zubau her. Einmal ums Eck. Fertig sind wir, aufladen und weiter auf die nächste Baustelle. So, schön was weitergegangen heute, bis deppert. Die ganze Baugrube fertig. Frostschürzen machen wir noch, gell, Klausi? So ist.
Den brauchen wir. Machen wir am Freitag. Jetzt wird es schon ein bisschen finster. Aber da nehmen wir schon schön. Bist du deppert. Ja, Alter. Was man einen Tag alles reißen kann, ha? Ja, lässig. Passt, dann sehen wir uns am Freitag. Overgeil. Ich probiere das erste Mal wirklich eine Baustelle komplett im YouTube-Format filmen. Mit allem, was wir machen. Und jetzt gehen wir mal tanken. Weil er hat nur mehr zwei Strichel. Und morgen werden wir humusieren. Vollgas. Das heißt, da habe ich keine Zeit zum Tanken. Und wie viel er meine krieg? Ah! Ja, ich meine, okay, ist nicht ganz 30 Liter, ist ja ganz lässig, ha? So, habt ihr es gesehen? Gleich mal den Zettel einscannen, einschreiben, OMV, Bagger. Und wir brauchen da keine Zettel ablegen in der Buchhaltung. Zack, drinnen ist es. Das ist schon herrlich. Digitalisierung, Freunde, heißt das. Digitalisierung. Keine unnötigen Sachen machen, was digital funktioniert. So. Schlüssel brauchen wir auch. Perfekt. Weiter geht's.